Also erste Halbzeit haben wir wirklich gut dagegen gehalten. Der Gegner hatte wenig Chancen, gehen natürlich unglücklich in Rückstand oder bekommen das Gegentor unglücklich. Danach haben sie noch die Chance zum 2-0, machen es nicht. Zweite Halbzeit haben sie viel an Chancen liegen lassen. Hätten wir uns nicht beschweren können, wenn du noch 3-4 kriegst. Machen sie nicht, aber am Ende holen wir hier glücklich über den moralen Punkt. Und ich sage mal, Punkt ist für uns fast wie 3 Punkte gegen LSV die Saison, die wirklich eine gute Truppe haben. Aber so ist halt Fußball. Verdienter Punkt für Lindenau. Ja. Dadurch, dass sie halt bis zur 90. Minute alles gegeben haben dafür. Haben hinten gut verwaltet. Unsere Chancen, die wir hatten, ja, waren schon fast 22, 15 Stück und haben sie halt nicht genutzt. Ne? Haben plus 2 gemacht. Und deswegen sage ich mal Glückwunsch an Lindenau, dass sie einen Punkt gegen uns mitgenommen haben. Haben sie verdient auf jeden Fall. Und ja, wir gucken uns in der 90. Minute an, weil da es 2-2 fällt, was eigentlich nicht sein darf. Muss ich sagen, dass wir heute über eine kämpferische Leistung gegen eine sehr abschlussstarke Mannschaft dort nach 0-2 auch schon in der ersten Halbzeit gut gespielt haben, aber dann eben uns wirklich den Punkt auch redlich verdient haben durch eine kämpferische Einstellung und auch Zusammenhalt. Und das hat dann am Ende eben funktioniert. Also es lag wirklich bloß daran, dass wir bis zur 90. Minute uns nicht hundertprozentig konzentriert haben. Ja, da gab es dann halt mal den einen Aussetzer aus einer Ecke von uns, wo dann das 2-1 fällt. Oder das 1-2 fällt und ja, da stellen wir uns hinten desolat an. Und das 2-2, gut, das war dann halt Glück. Ja, war auch ein schönes Tor, schön Volley genommen, wo halt ein Mitspieler von mir halt nicht direkt an Mann dran stand und er halt frei zum Schuss kam. Ne? Also beim Ausgleich, bei unserem Anschlusstreffer habe ich schon kaum was gesehen und wo wir den Ausgleich machen, gar nichts. Habe da nur eine Jubeltraube in Rot gesehen, aber wie, was, wo, keine Ahnung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.